Grüß dich, ich bin Martin von Survival Kompass. Ich sitze hier gerade im Wald und möchte heute mit dir 5 bekannte Nadelbäume bestimmen. Aber nicht anhand ihres Stamms oder ihrer Rinde, sondern anhand ihrer Nadeln. Und ich weiß, das Thema kann trocken sein und Pflanzen und Bäume bestimmen ist auch nicht meine Hauptleidenschaft. Aber ich denke, gerade für Outdoor-Leidenschaftler gehört das dazu. Und wir fangen hier gleich mit diesem Kandidaten an. Jetzt geht's los. Ich stehe jetzt hier vor einer kleinen Kiefer und hier seht ihr auch schon die Nadeln. Die Nadeln sind, so ein paar Zentimeter lang, sind auch nicht so hart, stechen auch nicht. Die Nadeln der Fichte, die stechen stark und sind auch sehr, sehr robust. Und diese Nadeln sind eher so, so ein bisschen weich, nicht sehr hart. Es gibt ein Erkennungsmerkmal bei der Kiefer, das ist ganz eindeutig an den Nadeln. Ihr seht ja, die Nadeln sitzen hier an dem Zweig. Und wenn wir jetzt mal ein paar Nadeln hier abmachen am Zweig und man schaut sich die genauer an, dann sieht man, hier gehen immer 2 Nadeln ab. Ja, das ist ein einzigartiges Erkennungsmerkmal der Kiefer, dass hier 2 Nadeln abgehen vom Zweig. Das können auch teilweise mehrere Nadeln sein, je nach Kieferart. Aber in Deutschland und hier in der Umgebung ist es mehr so, dass es immer 2 sind. Ja, das war im Grunde auch schon das Erkennungsmerkmal der Kiefer. Sehr einfach. Ich bin jetzt hier nochmal an einer anderen Kieferart und will euch auch zeigen, dass es nicht immer 2 Nadeln sein müssen an einem Strang, sondern wie hier an dieser Kiefer. Sieht man sehr gut, wenn ich mal einen Strang hier abmache. Das sind nicht nur 2 Nadeln hier, sondern ihr seht sogar, das sind 4 an einem. Ja, und hier vorne, da könnte das sogar noch mehr sein. Ich habe jetzt auch gerade schon mit 5 welche gesehen, jetzt sind es 3. Aber ganz charakteristisch sind eben diese mehreren Nadeln, die an einem Strang am Zweig sitzen. Ja, nun habe ich hier eine Douglasie gefunden. Die zeige ich euch mal in ihrer vollen Pracht. Das ist noch eher ein kleines Exemplar. Diese Bäume wären in Deutschland mehr als 30 Meter hoch und auch in anderen Ländern bis zu 60 Meter und gehört mit zu den größten Bäumen der Welt, die Douglasie. Und sie hat eine schlanke, kegelförmige Krone. Normal wird sie so 400 bis 700 Jahre alt. Und jetzt schauen wir uns mal die Douglasie genauer an. Und die Nadeln sehen so hier aus. Es kann sein, dass das weiße Streifen hinten drauf sind, muss aber nicht sein. Und das eine Erkennungsmerkmal einer Douglasie ist, einfach ein paar Nadeln abmachen. Ich komme hier mal raus. Dann in der Hand zerreiben, schön zerreiben. Und wenn ihr jetzt schon zerreibt, dann riecht ihr im Grunde schon diesen leckeren aromatischen Duft der Douglasie, der ist einzigartig. Und mal dran schnüffeln. Oh, und ich sag euch, das riecht so zitronisch, fruchtig, nach Orange, nach Zitrone. Einfach lecker. Ja, und die Douglasie hier ist sozusagen dann perfekt auch für Bushcrafter und Survivalisten nutzbar für einen leckeren Tannennadeln-Tee. Würde dann auch Douglasien-Nadeln-Tee heißen. Habe ich mir gestern gemacht. Ab in heißes Wasser. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Also, das einzigartige Erkennungsmerkmal der Douglasie an ihren Nadeln ist zerreiben und dran riechen. Wenn es nach Zitrone riecht, ist es eine Douglasie. Ich stehe jetzt hier vor einer Eibe, die ist noch relativ klein. Das sind aber auch mit die kleinsten Nadelbäume, die es in Deutschland gibt. Und die Eibe ist giftig, bitte nichts davon essen. Es gibt die Möglichkeit, dass man das rote Fruchtfleisch isst, was die Samen umhüllt. Aber auch das würde ich nicht empfehlen, wenn du den Samen verschluckst, hast du auch ein Problem. Wir schauen uns jetzt genauer an, woran du eine Eibe sofort an den Nadeln erkennst.
was ist so besonders an der Eibe, an den Nadeln, dass wir sie gleich erkennen können? Und es gibt ein charakteristisches Merkmal bei der Eibe ist, bei den Nadeln. Ihr seht es jetzt hier genau. Ich zeige mal meinen Finger hin. Dort geht die Nadel in ein kleines Stielchen über und dann in eine Nadelschuppe. Und diese Nadelschuppe, die sitzt hier auf dem Ast und ist auch noch grün. Das sieht man hier sehr gut und hier auch und hier und auch hier vorne noch. Das ist das eindeutige Merkmal, dass es eine Eibe ist. Ich versuche mal ein bisschen näher noch ran zu zoomen. Jetzt seht ihr das vielleicht auch noch mal gut. Hier diese Nadelschuppen, die auf dem Zweig noch sitzen, sind ein eindeutiges Merkmal der Eibe. Jetzt habe ich die Fichte bei mir und die Fichte hat zwei eindeutige Merkmale, die ihr anhand der Nadeln hier erkennen könnt. Und das erste Merkmal ist, die Fichte hat starke Nadeln und die sticht. Die sticht wirklich. Ich kann die Hand hier nicht zusammendrücken, weil das so sehr weh tut. Das ist bei den anderen Bäumen nicht so. Und dann gibt es noch ein zweites eindeutiges Merkmal, falls das nicht reicht. Ihr seht hier, die Nadeln sitzen auf einem kleinen Holzstiel und nicht an einem Saugnapf oder an irgendwas anderem, sondern es ist ein kleiner Holzstiel, der hier unten die Nadeln am Zweig hält. Bei der Tanne war es ja der Saugnapf. Und wenn ihr nun diese beiden Merkmale zusammennehmt, die starken, spitzen Nadeln, die wirklich stark stechen, und diesen kleinen Holzstiel euch sucht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es eine Fichte ist. Meine lieben Waldfreunde, jetzt kommt der letzte Baum in dem Video. Und zwar ist das die Tanne. Und die Tanne sieht so hier aus. Und eindeutiges Merkmal sind zwei Sachen. Und zwar erstmal seht ihr jetzt hier sofort diese zwei weißen Streifen an den Nadeln dran. Diese Stoma-Streifen nennt man die. Jede Nadel hat diese weißen Streifen, zwei Stück. Ja, und da die Verwechslungsgefahr mit der Douglasie besteht, hier noch ein weiteres Erkennungsmerkmal. Die Tanne hat hier unten an ihren Nadeln, am Nadelgrund, einen kleinen Saugnapf. Den seht ihr hier, wo jetzt mein Fingernagel ist. Dieser Saugnapf sitzt direkt am Zweig der Tanne und es ist kein verholzter kleiner Stiel, sondern ein richtig grüner Saugnapf. Daran erkennt ihr die Tanne. Ansonsten, was ist bei der Tanne noch charakteristisch? Die Farbe der Nadeln ist hier frisch grün, auch mal blaugrün, graugrün, je nach Art hellgrün auch. Das ist aber ganz unterschiedlich. Die Länge der Nadeln ist auch unterschiedlich. Die Nadelspitze ist noch abgerundet, wie ihr hier seht. Also die Verwechslung mit der Fichte besteht hier gar nicht. Die Tanne piekst in keiner Weise. Die kann man richtig schön in die Hand nehmen. Die Nadeln sind aber nicht so weich wie bei der Douglasie. Bei der Douglasie ist nochmal schön viel weicher die Nadeln. Jetzt sind wir am Ende des Videos. Du weißt nun, wie du anhand der Nadeln die fünf bekannten Nadelbäume in Deutschland bestimmst. Gut, die Eibe ist nicht so ganz bekannt, aber sie taucht schon noch vereinzelt auf und man sollte auf jeden Fall wissen, wie die zu bestimmen ist. Du weißt nun, wie du die Eibe bestimmst, die Kiefer, die Fichte, die Tanne und die Douglasie. Und ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar, wenn du nächstes Mal rausgehst hier in die tolle Natur, Wandern, Trekking, Bushcraft Survival, egal was du machst, geh raus und laufe lang und schaue, ob du irgendwo Nadelbäume findest. Und dann schaust du dir die genauer an und du versuchst sie zu bestimmen. Mach das mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen. Ich sag dir, das macht Spaß.
Wer hat als erstes bestimmt, was es für ein Baum ist? Und wenn es nicht genau bestimmbar ist, dann macht das noch mehr Spaß, weil dann kann man mal richtig rumschauen nach den Merkmalen. Also, das ist mein Vorschlag. Ansonsten würde ich mich freuen, was fällt dir am schwersten bei, Bäume oder Pflanzen zu bestimmen? Schreib es mir in die Kommentare. Lass uns austauschen. In diesem Sinne, fühl dich wohl in der Natur. Das war der Martin von Survival Compass. Ciao.